Deria, wie ist das jetzt für dich? Du bist jetzt zum ersten Mal hier. Ja. Wie ist es schwierig jetzt, weil die Wege schon sehr getrennt sind oder beziehungsweise muss auch bei den Zuschauern wahrscheinlich ein Stück vorbei? Wege sind weit. Mein größtes Problem ist aktuell dieser Abreiteplatz. Mhm. Den finde ich nicht cool. Der ist nämlich ziemlich klein und sehr dünne Litzen, die man nicht gut sieht. Ich sehe sie von hier gar nicht. Mhm. Da tue ich mich jetzt auch schwer. Ja, das wird schwierig. Abreiten ist eh immer das Schwierigste, da was zu finden. Kannst du dich dann an den Stecken da orientieren? Ist ja, das so eine ich muss das halt vorher mal abgehen, dass ich mal sehe, wie groß der ist und ein Gefühl für die Größe bekomme. Aber ich werde da auf jeden Fall so wenig wie möglich wahrscheinlich abreiten. Mhm. Versuchen, weil wenn da voll ist, dann schwierig. Was ich jetzt auch schwierig finde, also jetzt auch gerade für dich, aber auch für mich, ist, dass der Platz auch nicht, der Abreiteplatz nicht kubisch ist. Also der ist kubisch, nicht rechteckig. Das heißt, er ist vorne breiter, ja, hier und hinten geht er schmäler zu. Ist das für dich ein Problem dann, wenn das nicht rechteckig ist, richtig? Ich muss halt erstmal ein Gefühl für die Größe bekommen, wie viel Platz ich ungefähr auf welcher Seite habe. Und der ist halt auch nicht eben, der ist halt auch ein bisschen abfallend. Mhm. Ja, das ist echt eine Herausforderung. Und auf der Ovalbahn trainiert gerade unsere Deria. Sehr, sehr schön. Das ist zum ersten Mal auf dem Schurnhof, kennt die Bahn also auch nicht. Wir haben vorhin eine Begehung gemacht. Und die Mama coacht sie gerade. Und wie immer so ist, jetzt kam gerade der Banner extra und die Schurnhof Girls Tanzgruppe hängt den Banner auf. Sehr geil, richtig cool. So eine kleine Pause, auch unser TT-Hund Bonn genießt es hier. Herzliche Grüße von der Bavü. Wie ihr seht, stehe ich mehr oder weniger im Tunnel. Und zwar hat der Dobby, und leider ist nur der Dobby schuld, seine Glückstrense vergessen. Also überhaupt eine Trense vergessen. Also Sattel war ja da. So, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, dann mach doch den Gusti-Style und mach ein bisschen ein auf Klickertraining. Aber leider funktioniert das momentan einfach beim Reiten nur mit Trense. So eine Scheiße. Jetzt eine Stunde hin, Stunde zurück. Naja, was soll's. Ja, jetzt geht gleich unser kleines Training los. Was hier cool ist, der ganze Platz füllt sich extrem. Heute Morgen war echt noch gar keiner da. Und jetzt ist hier richtig easy Alarm. Wow, oder? Und unsere Bonn und unser Manni sind sehr motiviert. Na, ihr zwei? Bonn chillt hier unten. Ihr erstes Turnier, Bonn, oder? Ja, ist dein erstes Turnier. Manni, deins? Hau ab! Hau ab! So, Donnerstag, nee, Mittwoch, ups. Die Sonne brennt, das Hirn ist matsch. Ja, jetzt schon. Ich bin jetzt einfach zu lang hier. Also, wir haben jetzt Mittwoch, den 15. Juni. Ja. Sind jetzt gerade beim Schurnhof eben, jetzt für die Bavü. Und er macht sich jetzt gerade ready fürs erste Training auf der Ovalbahn bzw. auf einem Feldweg. Am Feldweg meiner Wahl. Genau. Ja, das Ding ist, A, es ist natürlich super heiß, wir haben immer noch über 30 Grad. Ja. B, ist die Ovalbahn unheimlich überfüllt. Also so ist zumindest der Stand vor einer halben Stunde gewesen. Ja, aber gut, es reisen halt auch jetzt alle erst an, jetzt ist es halt richtig voll. Und Manni ist zwar jetzt, was die anderen angeht, immer super relaxed, aber die Ovalbahn ist noch nicht so ganz unseres. Die Ovalbahn war vor 4 Jahren schon etwas schwierig, beziehungsweise ist gut, gar kein Thema. Aber es gibt an einer Stelle so einen Metallrand und da haut es die Steine immer so ein bisschen ran und das findet ihr ein bisschen spooky. Also deshalb üben wir das jetzt ganz in Ruhe. Wir üben das ganz in Ruhe. Ich bin auch am Tiefen entspannt, was mich wundert. Stehst du übrigens da? Mich auch. Gusti-Style.
Ja, ich bin super, super entspannt. Ich denke mir immer so, ach, wir werden einfach nur Spaß haben. Wir haben auch kleine Prüfungen, eine V5, eine Viergangprüfung und eine T7, eine Tölt-Prüfung. Und trotzdem möchte ich Ergebnisse sehen. Das ist richtig. Julina hat gesagt, ohne Schleife fährt sie nicht heim. Und zwar nicht die Helferschleife. Die zählt nicht. Christopher fragen, ob er uns die Schleife verkauft von seiner Prüfung. Für 5 Euro. Aber wir freuen uns tierisch, einfach nur dabei zu sein. Nicht nur wegen Sponsoring, sondern einfach wieder ein Turnier reiten zu dürfen. Und vor 2 Jahren sind wir unser letztes Turnier geritten. 2019. Ja, auch schon wieder, ja, stimmt. Mhm. Ja, und dann kam Corona. Genau. Und die Bavü war für uns letztes Mal auf dem Alpenhof. Da waren wir siegreich. Und deswegen mal gucken, was heute geht oder die Tage geht. Wir freuen uns einfach tierisch. Und was halt hier extrem wichtig ist, ist natürlich, wie kriege ich das Pferd in Anführungszeichen runtergekühlt. Und wir haben Kühlgel dabei. Da muss man aber auch gucken, dass nicht jedes Kühlgel ist regelkonform fürs Turnier. Und da kommt die Lisa Trat übrigens gerade. Sehr entspannt, denn wir wollen mit ein paar Reitern hier einfach so Kurzinterviews machen zum Thema Turnier, Reiten, Trainingsplan, wie sieht denn ihr Trainingsplan aus? Und ich würde sagen, wenn die Lisa jetzt runter reitet zur Ovalbahn, dann müsste ich ja direkt eigentlich hinterher. Lisa, hast du mir einen Tipp? So, während die eine chillt, versucht der andere gerade das zweite Tier zu motivieren und sich selber auch. Ja. Und es klappt natürlich am besten mit den Powerübungen von Gusti Jonsson. Jetzt das erste Turnier, wo wir die davor machen, super, wo wir die anwenden können. Und es liebt Manni. Ja. Und gerade vor Reiteinheiten kann es echt sehr, sehr gut helfen und ihn motivieren und aufwärmen auch schon. Also ja, bin ich mal gespannt, was die zwei gleich abliefern werden. Ich auch. Ist ja noch keine Prüfung, also noch kein Druck. Erst ab morgen. So. Ja. Und das, was Sie im Hintergrund hören, ist unsere Bonn. Verstehst du mir dann Boxen-Nachbarn? Halt die Fresse! Ja, hat sich aber gut eingefügt. Abendstimmung auf dem Osi Bavü. Gut, ich kann schon gar nicht mehr reden. Auf unserem Platz vom Schurrenhof. Richtig schönes Wetter heute. Ja, sehr heiß. Genießen wir diese Stimmung der Ruhe.